Servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder mal ein bisschen unterwegs. Diesmal auf der Herüberseite von der Donau. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs okay. Ich habe heute kein Mikrofon mit. Ich nehme heute das interne von der Actioncam, habe ich heute dabei. Habe auch nicht viel Gepäck heute dabei. Eigentlich nur ganz wenig. Muss ich dann mein neues Ruhestandsgeschenk vom Thorsten und vom Bastian Military Basic und von der Lisa, was ich da gekriegt habe, den Helikondenks Hafersack ein bisschen ausführen. Und dafür habe ich heute auch noch wirklich minimales Gepäck dabei. Wieder ein bisschen herumstrucken, weil das Wetter ist recht schön. Wir haben zwar nur 8 Grad. Schauen wir, was wir sehen werden. Ja, Wasser ist noch da. Recht schön. Hey, im Augenblick ist die Insel keine Insel. Die ist mit Festland verbunden. Ja, so wird heute eher nur wirklich ganz was Gemütliches werden. Wie gesagt, wenig Gepäck dabei. Action Cam eben. Ah, das dürfte von einem Hund gewesen sein, die Spuren da, so wie das ausschaut, gingen wahrscheinlich die Leute auch spazieren. Nein, Donaustrom. Heavy. Die Oase da, aber was da alles herinnummert umschwimmt. Ja, das ist halt so bei Hochwasser. Zwei Busse da bei mir. Schön. Ja, das hat das Wasser bei Hochwasser alles zugetragen da. Gigantisch. Ja, ich werde mir jetzt da drüben ein bisschen in den Wald reinschmeißen. Dann werden wir mal einen Kaffee machen müssen. Kann man nicht helfen, aber irgendwie schauen wir das da ein bisschen aus wie ein Weg. Ja, den einmal weitergehen, wo ich da hinkomme. Schauen wir mal. Okay. Da bin ich jetzt wieder auf einen Weg gestoßen. Komische Abdrücke, die einen sind ein paar Hufer, der andere, der kleine, ob das ein Hund ist, da sind aber keine Krallen drauf. Tja, frag ich. Ich bin da wieder ein bisschen im Wald einer. Das ist der richtige Berg- und Talbahn. Wahnsinn. Ja, jetzt suchen wir aber irgendwo mehr Platz für einen Kaffee. So, der gehört jetzt mir. Aber zuerst machen wir mal was gegen den Durst. Prost! Das ist jetzt perfekt ausgegangen.
alles komplett ausbrennt, aber es dampft. Jo, Freunde, wie immer, meine kranken Säseln gesund werden und alle anderen nicht krank werden. Gell? Prost! Das ist was, was mich bei der Brennpasta wirklich fasziniert. Es kann natürlich auch sein, dass der Abstand, weil der so exakt ist, ich meine, sicher ist ein bisschen was drauf. Ja. Da braucht man nicht diskutieren, weil das war ja, da müssen sie ja Gas sein. Aber das, was da oben ist, also ich sehe es eh wie der Uhrenlicht, das ist wirklich vernachlässigbar. So. Ja, das geht auf die Steine, ist eine Katastrophe, das kann ich euch sagen. Das ist sowas von anstrengend. Da rutscht hin und her. Nicht meins. Weiß nicht, wie weit ich da jetzt noch fahren muss. Schauen wir mal. Oh, jetzt hat es mich gerissen. Ich glaube, da steht ein Hirsch herin. Das ist auch Gedenktafel. Das ist schon gewaltig. Ausgewildert am 17.05.2020. Damberg Schindelboden. Ja, da fällt aber schon was drauf. Aber der da ist kein Trick. Ich glaube, da schaut mir hier schon. Ah, jetzt verstehe ich. Der gehört da oben auf die, auf das Tafel drauf. Schon beeindruckend. Ja, da habe ich jetzt auch Glück gehabt, dass so wenig Wasser ist, weil sonst war ich da jetzt nicht drüber gekommen. Auf alle Fälle bin ich da richtig. Ich muss nicht mehr zurück, umdrehen und zurückgehen, sondern ich kann da irgendwo rauf. Ich muss nur noch den Weg suchen, wo er ist. Ah, da wuseln uns die Anden. Ah, schaut gut aus. Ich glaube, da bin ich am Weg heraus. Ah, das war geil. Ja, ich hab's geschafft. Der Treppelweg. Genau. Und da hinten das Schüttel, das Blaue, tut das aus. Und da hier in die Richtung komme ich dann auf das Platzl, wo ich mit dem Radl schon ein paar Mal war. Ja, Freunde, das Platzl wird es da kennen. Da schaut es auch schon alles anders aus. Da sind ein paar große Bahnen dazwischen gelegen, wo ich mal gemütlich gesessen bin. Schon schön hoch da. Aber da vorne war es ja Platzl. Gut, schau jetzt hin. Da habe ich jetzt erst gar nicht gewusst, dass ich da vorbeikomme. Habe ich mich geirrt. Aber da komme ich jetzt vorbei und dort schauen wir, wie viel dort los ist. Ui, das habe ich gemeint. Schaut, wie weit die schon heraus sind. Eine richtige Bärlauchplantage wieder mal. Hammermäßig geil. Dann nehmen wir mal gleich ein paar große Blauen mit. Ich freue mich. So. Ich denke, ich habe genug ab nach Hause. Schade, dass es noch keine Duftvideos gibt. Aber ich werde dann noch einmal mit dem Rauch herfahren in 14 Tagen. Und dann wird es das nicht wiedererkennen. Da ist alles grün. Super. Ich weiß schon, was ich heute noch essen werde. Irgendwas mit Bärlauch. Ja, schaut, dass der Bagger da jetzt einen Krawall macht, weil das stört die Idylle da komplett.
Das weiß ich mal wieder von meiner Erkundungstour. War wirklich schön, hat mir gefallen. Ja, was bleibt mir am Ende noch zum Sagen? Mein altbewährter Spruch. Ich sage einmal danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maulen und pfiat euch die Wurm.